Also, herzlich willkommen zu diesem Video. Worum es heute geht, wissen wir selber gar nicht. Unser Team hat uns gesagt, zieht euch schick an, schminkt euch, macht euch die beste Frisur, kommt um die Uhrzeit pünktlich und wir stellen euch ein paar Fragen. Und deswegen sind wir hier und sind gespannt, welche Fragen uns gestellt werden. Ja, und was kommt. Genau. Ja, grundsätzlich geht es in diesem Video einmal darum, dass ihr euch selber als Geschäftsführer von Viva Fitness vorstellt und so ein bisschen die Geschichte erzählt für alle, die euch entsprechend noch nicht kennen und diese Geschichte noch nicht gehört haben. Und dafür hat sich ja das komplette Viva Fitness Team, überwiegend die Marketingabteilung, einmal ein paar Fragen überlegt. Ich bin gespannt. Ich auch. Lars, okay. Dann schieß mal los. Dann starten wir einfach mal mit der ersten Frage und die lautet, wo kommt ihr zwei eigentlich her? Ja, dann fange ich mal an. Okay. Wo kommen wir her? Also angefangen hat das Ganze 1982, lange ist es her. Dann bin ich geboren, 3 Jahre später kam der junge Mann auf die Welt. Ja, und man hört es nicht, aber gebürtig kommen wir aus Russland. Nein, Spaß beiseite, man hört es. Das R werde ich niemals wegkriegen. Wir sind Spätaussiedler und unsere Vorfahren kommen irgendwann mal im 18. Jahrhundert, wer die Geschichte der Russlanddeutschen kennt, sind die ausgewandert. Aus dem Stuttgarter Raum, ne? Genau. Aus dem Schwabenland irgendwo nach Russland und dann 1993 mit 3 Koffern wieder back to the roots zurück in die Heimat. Ja, ich das kann ist mich, die Geschichte. Ich kann er mich, war, du warst 8, ich war 11. War ich schon 8? Ja. Okay, aber ich kann mich wie heute noch daran erinnern, dass wir in einen Bus gesetzt wurden. Ich wusste gar nicht, worum es hier geht. Die haben gesagt, wir fliegen nach Deutschland. Ich dachte, Deutschland, okay, was ist Deutschland? Da wächst das Geld auf den Bäumen. Ich hatte keine Ahnung von Deutschland und ja, die haben uns in den Bus gesetzt und irgendwann in den Flieger. Bist du hier, ne? Und jetzt bin ich hier. Sehr schön. Ja, ich denke mal, das ganze Viva Fitness Team ist froh, dass es so gekommen ist. Und ihr habt mit Viva ja auch euren Traum erfüllt. Jetzt wollen wir aber ganz gerne wissen, was habt ihr überhaupt vorher gemacht? Fängst du an? Ja, komm, fang du an. Also, was haben wir vorher gemacht? Also ganz klassischen Werdegang in der Schule. Ich weiß nicht, ob du besser warst oder ich. Ich glaube, ich war ein bisschen besser, oder? Weiß ich nicht. Ich also, weiß es nicht. Also wir waren beide nicht gut. Nee. ja, also ganz normal Schule, danach Ausbildung. Ja, Valeria hat Tischler gelernt, ich auch. Oder hab's zumindest versucht. Er hat noch alle Finger, also bin ich der richtige Tischler, er nicht. Ich habe danach noch Fachkraft für Lagerlogistik gelernt und du dann als Sport- und Fitnesskaufmann oder eine Umschulung gemacht und so sind wir dann auch in die Fitnessbranche gekommen, über dich praktisch. Aber trainiert haben wir schon immer und der Traum ist eigentlich schon immer da gewesen, so ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Genau. Das heißt, also, es war vom Hobby zum Beruf sozusagen, Valeri mit ein bisschen mehr Erfahrung als Viktor. Ja, also das hat angefangen, keine Ahnung, mit so Schwarzenegger und Rambo-Filmen. Und Büchern von Flex. Oder, nee, das kam später, okay. Da hat's angefangen, ne, also ich glaube, du genauso, waren immer fasziniert von Muskeln, wussten aber nicht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben ja gewusst, es gibt Hanteln. Mein Onkel hatte mal so ähnlich wie die Kettlebells heute aussehen, so ähnlich waren die Hanteln damals. Damit hatte er mal trainiert, ist auch schon länger her. Und dann habe ich mir, ich glaube, vom ersten selbstverdienten Geld mit 14 mein Kinderzimmer vollgestellt. Mit so einem Trainingsgerät. Es gab ja damals die Firma Kettler. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere. Die war aber zu teuer. Deswegen habe ich irgend so ein No-Name-Produkt geholt und musste immer die Tür aufmachen, über das Gerät springen, um auf mein Bett zu kommen. Und ich weiß nicht, wie heute. Mutti hat immer gemeckert, weil das Ding gequietscht hat. Ja, genau. Richtig. Ja, und dann habe ich dann da trainiert, irgendwann in einem Fitnessstudio angemeldet. Dann kam Viktor dazu. Und dann irgendwann kam der Traum, ein eigenes Fitnessstudio. Das sind so die Ursprünge. Aber gelernt haben wir was Handwerkliches. Ja. Okay. Okay. Dass ihr handwerklich beide begabt seid, das wissen wir. Dass euer erstes Nicht-Viva-Studio in Mollbergen, also im Vorort von Kloppenburg war, wissen wir auch. Jetzt möchten wir ganz gerne wissen, wie und wo ist denn euer erstes Viva-Studio entstanden und wie sehr unterscheidet sich das neue, also die neuen Studios zu den alten? Ja, vielleicht sage ich was dazu. Also das erste Viva entstand 2015 in Lilienthal. Lilienthal, Nähe Bremen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielleicht für einige bekannt. Ja, 2015. Ich weiß, Viva Fitness wurde gegründet am 1. Mai 2015. Und
Für den, der es nicht weiß, die ersten Studios, die wir hatten, die haben wir auch selber umgebaut. Bedeutet, wir sind auf Knien rumgekrochen, haben Fußboden verlegt. Also im Prinzip komplett alles, bis auf die Elektrik und auf hier in den Mensch, Gas, Elektrik. Wasser. Scheiße. Nein, also bis Installation, Technik, oder wie nennt man das Ganze? Sanitär. Sanitär. Genau. Und haben wir alle selber gemacht. Und das war halt der erste Club. Und wie die sich unterscheiden, das ist vielleicht auch eine Stärke von uns, dass wir nie stehen geblieben sind, dass man sich immer weiterentwickelt hat, sowohl auf der einen Seite vom Design her, dass man immer mit der Zeit mitgegangen ist, als auch mit den Systemen. Ne? Und das ist halt ein Manko in der gesamten Fitnessbranche, dass es ganz, ganz viele Clubs da draußen gibt, die vor 20 Jahren stehen geblieben sind, die digitalisieren und sich einen Fax anschaffen. Also, ja, das, also es gibt so eine Metapher, die bringe ich immer wieder. Generell zu der Fitnessbranche, ist ja ein sehr, sehr kleiner Markt. Ne? Also im Moment ist das so ungefähr 11%, würde ich sagen, heute trainieren in Fitnessstudios der deutschen Bevölkerung. Es werden immer mehr, Tendenz steigen. Aber in Deutschland gibt es so um die 9.500 Fitnessstudios. Also sehr, sehr wenige verglichen zu anderen Branchen. Und mehr oder weniger ist das wie so eine Metapher, ein kleiner Teich. Davor sitzen halt ganz, ganz viele mit einer Angel und jeder versucht, den größten Fisch zu fangen. Und wir haben so vor 3-4 Jahren gesagt, alles klar, der Teich interessiert uns nicht. Da ist eh zu viel Gerängel, zu wenig Platz. Wir orientieren uns am Meer. Und dadurch, dass wir die Fitnessbranche gar nicht, interessiert uns gar nicht, die ignorieren wir und gucken einfach, was machen andere Branchen sehr, sehr gut und wie kann man das auf die Fitnessbranche implementieren. Und das hat auch nach sich gezogen, dass sich die Fitnessstudios von damals, unter anderem auch das erste Viva-Studio, mit denen von heute komplett unterscheidet. Das heißt, ein paar Systemen sind wir treu geblieben, aber alles andere hat sich verändert. Ja, ich denke mal, das kam auch daher, dass man auch viel Gehör den Kunden gegeben hat, dass man auch geguckt hat, was wünscht sich der heutige Kunde überhaupt. Ne? Und viele machen halt den Fehler, die machen das, was in deren Köpfen rumwirbelt. Genau. Aber es gibt da draußen zigtausende Menschen, die vielleicht etwas anderes erwarten. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man da dem Kunden auch Gehör gibt. Wichtig ist dabei, das ist so ein Motto von uns, wer nicht jeden Tag denkt, der muss besser werden, der hat aufgehört, gut zu sein, dass du nie fertig bist. Also ich weiß, wir sind jetzt mit dem Stand von heute noch nicht mal bei 10% dem angelangt, wo wir hinwollen. Mhm. Ne, auch die Anzahl der Studios, die wir jetzt haben, ist nicht mal 10% von dem, was wir in Zukunft noch erreichen wollen. Das heißt, wir sind überhaupt nicht zufrieden, wie es jetzt ist. Wir müssen noch viel, viel mehr Systeme verbessern. Und das Wichtigste dabei ist, der Kunde, der muss immer im Vordergrund stehen. Weil was bringt uns das, wenn wir das schönste Studio haben, mit der besten Ausstattung, wir aber eine schlechte Kundenbetreuung bieten und kein einziger Mitarbeiter bei uns tätig sein möchte, weil wir, keine Ahnung, eine schlechte Arbeitsatmosphäre bieten und vielleicht als Chef, ich nehme es mal in den Mund, Arschlöcher sind, ne, dann, das bringt nichts. Also wir sagen immer, die Software, und das sind nun mal die Kunden und die Mitarbeiter, ist wesentlich wichtiger wie die Hardware. Vielleicht eine Sache noch kurz zum Konzept an sich. Man kennt ja Fitnessstudios, die haben eine Sauna, die haben Kurse, die haben, ich sag mal, wie so ein Museum. Richtig. Aber wenn man die Kunden sich betrachtet, und wir haben wirklich, also das vielleicht dazu, warum wir das alles nicht haben, wir haben wirklich Analysen gemacht und den Kunden gefragt, was sich der Kunde wünscht. Und 95% der Kunden wünschen sich gar nicht dieses ganze Zusatzzeug, sondern die wollen wirklich im Fokus bleiben. Ja. Wollen ihre Ziele erreichen, das kannst du nur mal mit Gerätetraining. Und da haben wir das System auch dann 2015, 2016 optimiert und alles das weggelassen, was dem Kunden keinen Nutzen bringt, aber den Beitrag nach oben schießen lässt. Genau. Was dazu auch wichtig ist, dass man offen zu dem steht, was man kann und was man nicht kann. Ja. Zum Beispiel Kurse. Wir können keine Kurse machen. Können wir nicht. Wir haben es mal probiert, haben es aber nicht hinbekommen. Und ich bin noch ganz ehrlich, es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und es wollen vielleicht nur 10% der Kunden, die im Fitnessstudio trainieren, sagen, ich möchte Kurse machen. Was ist die Herausforderung bei Kursen? Im Sommer sind die immer leer, weil die Leute sagen, ich gehe joggen, ich fahre in Urlaub, was weiß ich was, ist mir zu heiß da drin. Im Winter sind die immer proper voll. Dann hast du immer ein paar Mädels, die die Kurse machen, zwischendurch auch ein paar Jungs, die vielleicht, nicht vielleicht, aber meistens machen die das Ganze nur nebenbei. Dann geht die eine studieren, die zweite wird schwanger,
Der dritte sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache lieber Spinning. Und schon fehlen dir die Kurstrainer. Und du kannst nie die Qualität der Kurse dauerhaft aufrecht behalten. So, und deswegen haben wir es nicht probiert und haben dann gesagt, alles klar, wir machen keine Kurse. Die einzigen Kurse, die wir gut können, das sind Kurse, teilweise mit eigenem Körpergewicht, auf der Trainingsfläche, keine Ahnung, also es gibt einen Begriff dafür, den nenne ich jetzt nicht, der also nennt sich CrossFit, piep, piep, das wird weggepiept. Genau, das können wir abbilden in allen Studios gleichzeitig. Und ansonsten alles andere, sowas wie Getränke, läuft von alleine, Selbstbedienung. Und ich bin immer, Kaffee kann sich der Kunde auch selber ziehen. Das heißt, der Thekenverkauf, der ist weg. Also wir sind schon seit Jahren bargeldlos, weil Bargeld meistens immer Probleme nach sich zieht. Spätestens bei jemand, der mal eine Steuerprüfung erlebt hat, der ist dann froh, dass er kein Bargeld hatte. Und das haben wir früh erkannt. Und ja, wir sind aber ständig dran am Arbeiten, dass wir noch viel, viel mehr Systeme so vereinfachen, dass der Kunde es einfacher hat. Wenn man sich jetzt andere Branchen anguckt, wo ich immer fasziniert von bin, Netflix. Das heißt, wenn ich bei Netflix heute keine Lust auf Abo habe, dann melde ich mich ab. Und in 3 Monaten kriege ich eine Nachricht per E-Mail, wo ein neuer Film läuft, eine neue Serie, was weiß ich, keine Ahnung, welche Serien noch immer aktuell sind. Und dann melde ich mich wieder an. Ich kann meine Adresse selber ändern, Kontoverbindung, alles selber machen. Und so ähnlich muss es auch bei uns laufen. Und da arbeiten wir gerade auf Hochdruck dran. Richtig. Ist die Frage damit beantwortet? Ja, schon. Grundsätzlich arbeite ich, wenn ich es kurz einmal zusammenfassen darf, größtenteils daran, die Prozesse zu optimieren, ja, immer weiter dem Kunden immer mehr Sachen zu bieten. Ihr probiert Sachen aus. Eines der wichtigsten Sachen vielleicht, ihr schraubt nicht mehr selber rum. Das sorgt dann für weniger Wartung. Obwohl ich es gerne mache. Also ich würde gerne wieder Arbeiterklamotten anziehen, einen Spachtel, einen Hammer in der Hand nehmen oder einen Akkuschrauber und wieder auf dem Bau Gas geben, weil ein Vorteil hat das Ganze, wenn man auf der Baustelle tätig ist, du siehst am Ende des Tages, was du gemacht hast. Ne? Und das wird jeder nachvollziehen, der vielleicht eine sitzende Tätigkeit im Büro hat oder irgendwas anderes macht. Du siehst am Ende des Tages nicht, was du gemacht hast. Ne? Ein Maurer hat den Vorteil, er fährt in 10 Jahren an der Straße vorbei und sagt, das Haus habe ich damals gebaut. Oder hier unser Kameramann, der war mal Dachdecker. Er weiß immer, oder ein Zimmermann, weiß ich nicht mehr genau. Dachdecker, er sagt hier, das Dach habe ich gedeckt. Die schiefen Pfannen da oben, die habe ich vor 10 Jahren draufgeschmissen. Ne? Das sehen wir nicht, aber unser Ziel, unsere Vision ist es, dass wir irgendwann mal durch die Bundesrepublik fahren und sagen, ey, hier gibt's ein Viva Fitness, da gibt's ein Viva Fitness. Und wir haben dazu beigetragen, dass es weniger Rückenschmerzen, weniger Übergewicht, weniger Herzanfälle und weniger Bluthochdruck gibt. Okay, sehr schön. Das nächste ist eine Frage, die bezieht sich eigentlich so ein bisschen mehr auf euer Umfeld und die Einstellung, die ihr habt in dem Bezug dazu. Und zwar, ihr seid ja Querdenker. Wie hat euer Umfeld darauf reagiert und wie haben euch diese Reaktion beeinflusst? Also vielleicht kann ich was dazu sagen, wenn man jetzt komplett zurückspult und an dem Punkt ist, wo wir überhaupt die Selbstständigkeit gewagt haben, ist natürlich klar, dass erstmal das engste Umfeld ist ja die Familie, dass die erstmal ja gesagt haben, oh, lass es sein, ist alles mit Risiko verbunden. Kann man auch verstehen, weil wir waren bei uns in der Familie die Ersten, die diesen Schritt überhaupt in die Selbstständigkeit gewagt haben und ist natürlich verständlich, dass erstmal alle vorsichtig sind. Also das vielleicht zu dem Umfeld Familie, aber man hat eins gemerkt mit der Zeit, wo dann das zweite, dritte, vierte Studio dazu kam, wo man gesehen hat, irgendwie funktioniert das Ganze schon, dann waren die Meinungen auch anders. Und zum Umfeld, Freunde, Bekannte, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie das war. Also es gibt einen Spruch, du bist ja Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne? Und damals waren wir halt der Durchschnitt der 5 Menschen oder vielleicht der 10 oder 20 Menschen. Deswegen haben wir auch was Handwerkliches gelernt. Du hast so ein bisschen umgeschaut, okay, kommst nach Deutschland, die meisten gehen Hauptschule, alles klar, gehen meine Kinder auch auf Hauptschule. Dann hast du die Hauptschule fertig gemacht, der eine hat Zimmermann gelernt, der hat Fliesenleger gelernt, der hat vielleicht was weiß ich was, KFZ-Mechaniker gelernt, habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Ich habe gesagt, ich will immer im Warm arbeiten und nicht auf der Baustelle malochen. Also Tischler, ich war im Werken immer gut,
konnte immer gut mit Holz umgehen, dann werde ich Tischler. Und das ist das, wo man sich am Umfeld orientiert hat. Später, wo es bei mir angefangen hat, wo ich mal ein Seminar besucht habe, wo ich mal ein Buch gelesen habe, habe ich gemerkt, ey, es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten wie das Umfeld, von in dem ich verkehre. Und so sind wir oder mehr oder weniger auf die Idee gekommen, sich selbstständig zu machen. Und dementsprechend hat sich auch mit der Zeit das Umfeld verändert. Also wir haben noch viele Freunde von damals, mit denen wir ja immer noch gute Bekanntschaften pflegen, aber da sind keine Freundschaften mehr wie damals. Aber wir haben auch viele, ich sag mal, Wege abgebrochen. Und es gibt immer, es gibt Energievampire oder Zeiträuber. Und das ist halt die Erkenntnis von heute, die versucht man zu meiden. Also aus einem großen Bekanntenkreis ist jetzt, ich sag mal, so ein kleiner Kreis geworden. 10% sind davon übrig geblieben. Aber es ist intensiver geworden. Ne? Großer Teil aus einem anderen Kreis ist dazugekommen. Man sagt ja immer, dein Umfeld bestimmt dein Charakter. Ja, leider. Deswegen habe ich so einen schlechten Charakter, weil ich immer mit ihm zu tun habe. Deswegen wollte ich 2015 mit dir nichts mehr zu tun haben. Sehr schön, da habt ihr auch schon fast die nächste Frage vorweggenommen. Ihr beide habt ja ein ziemlich ähnliches Mindset. Ihr seid ja, obwohl ihr sehr unterschiedliche Typen seid, da stellt sich doch gleich mal die Frage, wie ist denn bei euch beiden so die Zusammenarbeit? Und ich frage es einfach mal offen raus, wie oft gab es so Schlägereien oder Raufereien? So kann ich was sagen. Viele wundern sich, wieso die Nase schief ist. Bei dir meinst du das? Nee, meine ist gerade. Also das hat einen gewissen Grund. Nein, ernsthaft. Also, ich weiß, also es war schlimmer. Ja. Ganz zu Anfang, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du jung bist, Anfang 20 und jetzt bist du auf einmal selbstständig, dann bist du erstmal, zumindest fühlst du dich ganz besonders. Und wenn du neben deiner Selbstständigkeit noch einen Partner hast, der im Prinzip mit dir gleichgestellt ist und beide starke Charaktere haben, dann will man am Anfang natürlich immer das letzte Wort haben, seine Meinung dem anderen aufzwingen. Und da gab es am Anfang viele Reibereien, ja. Das hat aber viel mit dem Ego zu tun gehabt. Und es gab auch Situationen, ich sag mal, wo vielleicht in der Tasche die Faust so ein bisschen, aber die kamen nie raus. Nein, wie gesagt, mittlerweile alles safe, aber am Anfang gab es viele, viele Reibereien. Aber keine von uns war nachtragend. Bedeutet, auch wenn es mal eine Reiberei gab, die Wege haben sich getrennt, nächsten Tag hat man sich wieder getroffen und dann war alles wieder safe. Ja. Das ist halt immer das Wichtigste, weil ganz oft ist bei Partnerschaften, vor allen Dingen in der Familie, funktioniert sowas gar nicht. Ne? Aber bei mir war das zumindest so, mit einer Zeit hat man gemerkt, okay, ist vielleicht besser, einfach den Mund zu halten, zu gehen oder vielleicht mal die Meinung nicht aufzuzwingen oder vielleicht einfach zu machen, ohne den anderen zu fragen, aber dann ein Ergebnis liefern und ihm damit beweisen, ich hatte recht. Also, ja. Also ich habe da auch schon öfter über diese Frage oder über diese Sache generell nachgedacht. Und ich kann eins sagen, wenn er nicht wäre, wären wir heute lange nicht da, wo wir sind. Andersrum vielleicht ähnlich, das muss aber Victor beurteilen. Fakt ist, man spornt sich gegenseitig an. Das heißt, ich hätte niemals oder ich könnte niemals einfach nur da sitzen und nichts machen, weil ich dann immer ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber hätte. Meistens ist das so immer, wenn einer von uns Urlaub macht und der andere im Betrieb ist, dass man sich noch mehr den Arsch aufreißt, um dann, wenn er wiederkommt, zu sagen, ey, das und das und das habe ich gemacht. Andersrum genauso. Und man spornt sich gegenseitig an und steht dem anderen gegenüber auch in einer gewissen Verantwortung, die Sache zu 100% auszuführen. Und das hätte man, also ich zumindest, wenn ich es alleine machen würde, ich müsste ja keinem Rechenschaft ablegen. Ne? Das heißt, dann wäre man vielleicht ein bisschen, ja, gemäßig gewesen oder ein bisschen entspannter. Und das ist halt so eine Motivation, die einen dann antreibt, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und dass man gegenseitig viele Sachen in Frage stellt. Das heißt, er macht irgendwas, sagt mir das und das habe ich gemacht, ich stelle es in Frage. Ne? Und dadurch macht man es dann zusammen besser. Das ist halt so eine Stärke. Und um auf die Frage zurückzukommen, natürlich geht man sich, um salopp auszudrücken, ich bin ein Mann klarer Worte, auf dem Sack. Natürlich geht er mir auf den Sack. Also manchmal denke ich, Junge, geh weg, ne? Aber am nächsten Tag hat man sich wieder lieb. Und das ist halt. Weißt du, was das Gute ist? Ich weiß, dass du immer merkst, dass ich recht habe. Ja, ja, genau. Das ist halt das Gute. Am nächsten Tag, wie er schon gesagt hat, wir sind nie nachtragend. Ja. Wir sind auch nicht Typen, dass man Sachen jetzt bis zum Ende durchdiskutiert. Weil das ist das, was, glaube ich, in vielen, ja, das ist ja wie eine Beziehung, eine Schwäche ist.
wo man sagt, ey, das will ich jetzt bis zum Ende durchdiskutieren, weil ich Recht haben will. Das war bei uns nie so der Fall. Ich überlege immer, ob es eine Stärke oder eine Schwäche ist. Und das Team, das enge mit uns zusammenarbeitet, merkt das immer wieder, dass es oft Diskussionen gibt, auch in der Öffentlichkeit, wo jeder das letzte Wort haben will. Und der andere, in dem, also der, der lauter ist, der wird dann gehört. Und der, der leiser ist, der fühlt sich dann beschissen in dem Moment. So. So, und vielleicht ist es auch nicht stärker, dass man so ist, wie man ist. Weil, wie du schon sagst, im Nachhinein, am nächsten Tag ist alles wieder vergessen. Und oft ist es auch so, dass wenn man beide Meinungsverschiedenheiten hat, ist es auch so, dass am nächsten Tag der andere erkennt, wenn der Gegenüber recht hatte. Richtig. Was auch dazu anleitet, wenn er jetzt eine Meinung hat und ich eine Meinung habe, dass man sich dann Dritter dazu holt, der hört sich beide Meinungen an und das, sagt dann... Das Problem, der Dritte steht dann da und sagt Scheiß. Sagt seine Einschätzung und am Ende, ja. Also ich finde das eine Stärke, dass man es auf jeden Fall zusammen macht und... Man merkt also, es auch in der Verwaltung, dass es nicht unbedingt eine Schwäche ist. Es kommt eher sympathisch und ehrlich rüber, wenn man merkt, okay, es ist hier nicht alles zu perfekt, sondern es ist halt wirklich noch alles auf einer Ebene. Sehr gut. Sehr gut. Also um die Frage zu beantworten, nein, wir haben uns noch nie geprügelt. Doch, und, als Kinder. Als Kinder, ja, da habe ich dich verprügelt, jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt wäre es, glaube ich, andersrum. Deswegen habe ich mich nie getraut. Ich fasse vielleicht auch nochmal ganz kurz zusammen. Also schlussendlich ist... mit dem Wachstum und der Entwicklung von Viva Fitness auch eure Zusammenarbeit und der Zusammenhalt von euch beiden auch gewachsen. Auf jeden Fall. Ja. Du musst dir vorstellen, wir verbringen teilweise mehr Zeit als mit den eigenen Familien. Ja, nicht teilweise, du verbringst mehr Zeit mit mir. Ist ja so im Prinzip. Wie mit so. Deiner Frau. Und vielleicht auch da nochmal so ein Punkt, also das würde niemals funktionieren, wenn die Frau nicht dahinter steht, oder generell die ganze Familie nicht. Genau. So, und das wird halt akzeptiert und das ist halt auch wichtig, dass man oder das war auch vielleicht ein Teil des Erfolgs, dass man die Familie halt abholt. Dass man der Familie schon im Vorfeld erklärt, warum vielleicht Papa mal später nach Hause kommt und euch nicht ins Bett bringen kann. Ich glaube, das oder, ist mit der Zeit gewachsen. Die Familie ist, kam ja nach Viva. Ja, das ist mit der Zeit gewachsen. Aber dennoch ist es so, dass du halt im Prinzip vielleicht, wenn du mal eine Woche nicht da bist und deine Kinder dich in dem Moment brauchen, aber dennoch am Ende verstehen, warum du das Ganze machst. Und vielleicht mal ein Tipp an alle da draußen. Also wir beide haben so ein Zeitkonto. Genau. Bedeutet, wir nehmen uns mal eine Zeit lang ganz, ganz viel Zeit für die Familie, also zahlen auf dieses Zeitkonto ein, um dann später, wenn die Firma dich braucht oder deine Mitarbeiter, dass du von diesem Zeitkonto wieder ein gewisses Zeitlimit abheben kannst. Und wenn du da die Balance findest, dann wird auch, denke ich mal, die Familie kein Problem haben, egal was du halt tust. Ja, genau. Kommen wir eigentlich auch schon zur nächsten Frage. Wir haben ja öfter über den Begriff Entwicklung jetzt fallen lassen. Entwicklung entsteht ja in der Regel immer aus Fehlern und Erkenntnissen. Jetzt interessiert uns natürlich, was war denn euer größter Fehler oder die größte Fehlentscheidung, die ihr getroffen habt? Puh, also es gab natürlich viele Fehlentscheidungen und also mittlerweile habe ich gelernt, dass es einen Fehler, also dass es Fehler eigentlich gar nicht gibt. Ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du den das zweite Mal machst. Und also im Prinzip entweder ist es ein Fehler, wenn du es zweimal machst, oder wenn du es nur einmal machst, ist es eine Investition. Aber natürlich gab es viele Fehlentscheidungen auf dem Weg. Ich sage immer, vielleicht war es der Fehler, dass wir nicht früher angefangen haben. Ich weiß es nicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also natürlich haben wir viele, viele Fehler gemacht. Das gehört auch dazu. Und es gibt immer... Ja, jedes Mal, wenn man Geburtstag hat, dann denkt man so ein bisschen zurück. Man, mit dem Wissen von heute, mit der Erfahrung von heute, wäre ich heute mal 20 oder 25, was wäre dann? Aber andersrum gedacht, ich möchte gar nicht mehr 25 sein. Weil die ganzen Erfahrungen, die ganzen Fehler, die man in der Zeit gemacht hat, die haben ja auch deine Persönlichkeit geprägt und dadurch bist du ja persönlich gewachsen. Das heißt, im Prinzip kann uns weder geschäftlich, weder privat noch irgendwas schocken, weil es kommen... Wenn man alles erlebt hat, ne? Ja, weil du schon alles durchlebt hast. Und ganz oft kommen irgendwelche Sachen unverhofft auf dich zu. Und ich merke das ganz oft bei Mitarbeitern, die sind dann total aufgeregt, sagen, boah, die Welt geht unter. Und du bleibst aber ganz locker, weil du schon ein paar Mal erlebt hast und weißt ganz genau, was zu tun ist. Wichtig ist auch bei Problemen, wenn einer im Leben Probleme hat, das ist auch bei uns immer eine Stärke gewesen, du suchst sofort eine Lösung. Du beschäftigst dich gar nicht mit dem Problem. Aha, du stellst fest, das ist das Problem, alles klar, was ist die Lösung? Und meistens findest du eine Lösung so schnell wie möglich, vielleicht holst du dir auch Ratschläge, was ist die Lösung, und dann konzentrierst du dich sofort auf die Lösung. Das heißt, du tust alles dafür, dass das Problem so schnell wie möglich aus der Welt geschafft wird, und
irgendwann ist das Vergangenheit, aber beim nächsten Mal, wenn dasselbe kommt, dann weißt du sofort, wie du agieren kannst oder wie du in dem Fall reagierst. Und deswegen prallt das mehr oder weniger irgendwann an einen ab und du bist dann ruhig. Und das ist halt das oder der Vorteil dabei, wenn man viele Fehler gemacht hat. Ich denke mal, es gab auch neben Fehlern viele Enttäuschungen. Enttäuschungen dahingehend, dass man vielleicht jemandem vertraut hat, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es irgendwie Geschäftspartner ist und im Nachhinein vielleicht enttäuscht wurde. Ne? Und das ist vielleicht so, wo man sagt, ja, das hat man zu oft gemacht. Ja. Ne? Aber grundsätzlich Fehler. Zum Beispiel daraus ein lernt man Fehler, nur. Der richtig viel Geld gekostet hat, aber den würde ich vielleicht heute genauso machen, ist, wir hatten mal eine eigene oder wollten eine Fitnessstudio-Kette gründen mit einem komplett anderen Konzept, nur für Frauen, hochpreisig und das Ganze auf einer kleinen Fläche. Das haben wir einmal probiert, hat nicht funktioniert. Hätten wir es länger gemacht, hätten wir vielleicht noch ein paar Standorte mehr aufgemacht, dann bin ich mir sicher, hätte es funktioniert. Aber wir haben rechtzeitig die Reißleine gezogen und für uns selber gesagt, alles klar, das haben wir probiert. Ne? Das Hauptgeschäft, dem bleiben wir noch mehr treu, konzentrieren uns noch mehr darauf. Mhm. Und unser Baby ist halt Viva Fitness und nichts anderes. Und die Erkenntnis daraus hat uns dann im Nachhinein noch stärker gemacht, dass wir gesagt haben, ey, den klassischen Spruch, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ne, und mach gute Schuhe. Ja. Okay. Das heißt, neben der Entwicklung von Viva hat es euch persönlich auch, haben diese Fehlentscheidungen euch persönlich auch weiterentwickelt? Definitiv. Auf jeden Fall. Weil du musst dir vorstellen, hättest du den Fehler später gemacht, wäre teurer. Ja. Das ist wohl so. Okay. Also frei nach dem Motto, wer nicht bereit ist, Fehler zu treffen, wird nie, oder Fehler zu machen, wird nie ein Erfolgserlebnis haben. Stellt sich daraus auch schon direkt die nächste Frage. Und jetzt wüssten wir ganz gern, was ist denn das größte Erfolgserlebnis, das ihr hattet? Boah, da gab es viele. Das größte Erfolgserlebnis. Also für mich ist eins der größten Erfolgserlebnisse, wo wir beide, glaube ich, geschnallt haben, dass man in skalierbaren Systemen denken sollte und dass wir uns selber im Unternehmen überflüssig machen. Ne? Es gibt ja ganz oft viele, auch Geschäftsführer oder Chefs, die sagen, das kann ich am besten und das traue ich keinem zu. Und das war bei uns so der Tipping Point, wo wir gemerkt haben, ey, da draußen gibt es Menschen, die es können es besser wie wir. Ne? Und dafür haben wir dann Zeit und Kapazität, uns um andere Sachen zu kümmern. Mhm. Und wo wir alle Systeme, also ich bin immer fasziniert von anderen Unternehmen, die es uns vorgemacht haben. Also ich nehme mal ein bestes Beispiel, McDonald's. Ne? Das ist einer meiner Lieblingsfilme, The Founder. Jeder, der noch nicht gesehen hatte, sollte sich den anschauen. Wenn ich bei McDonald's reingehe, ne, ich gebe zu, ich bin da manchmal. Genau. Dann bin ich immer nicht fasziniert von den Burgern oder so, sondern ich schaue mir immer die Immobilien an. Wie machen die das? Wie kriegen die es hin, Tausende von Filialen in der ganzen Welt aufzumachen und das in der Zeit? Das heißt, wie ist so eine Filiale geplant? Oder wenn ich mal bei Lidl oder Aldi einkaufen gehe, wie ist deren Regalsystem? Wie ist deren Einrichtung? Wie machen die das? Und wenn du dir da ein paar Ideen holst und das in deine Branche implementierst, dann kannst du noch schneller wachsen. Und das ist für mich halt so eine Erkenntnis, dass man sich halt Inspiration woanders holen kann und auch ein Tipping Point oder ein Erfolgserlebnis. Ja, genau. Also es gab auch viele kleine Erfolgserlebnisse und ich kann mich immer an die Zeit erinnern, wenn es mal eine Neuöffnung gab. Ja. Und es ist immer ein gutes Gefühl, wenn du selber die Immobilie am Anfang angeschaut hast, wenn es eine Ruine ist. Dass am du besten noch einen Mitbewerber ausgeschlagen hast. Genau. Ja, das passiert öfters in der letzten Zeit. Aber dann hast du mit dem Vermieter verhandelt, dann hat dein ganzes Team im Hintergrund dran gearbeitet, dass die Genehmigung kommt, dass der Umbau funktioniert, dass vor Ort genug Anmeldungen kommen. Und dann kommst du, ich sag mal, dann ein halbes Jahr später zu der Neueröffnung und siehst dann das fertige Ergebnis. Das war immer so ein Gefühl, ich konnte die Nacht davor nicht schlafen, weil ich aufgeregt war. Man hat sich schick angezogen, man ist losgefahren, hatte halt einen schönen Tag mit dem Team, sowohl aus der Verwaltung als auch mit dem Team aus dem Club. Und das ist halt immer ja ein kleines Erfolgserlebnis mit der Zeit, was man immer hat. Und an dem Tag motiviert dich das noch mehr Studios aufzumachen, weil du auch teilweise vor Ort mit den Kunden sprichst, positives Feedback bekommst. Und kannst du noch die Erlebnisse, wo du an einem Tag 3 Neueröffnungen hattest? Das Ziel war 4, glaube ich. Ja, bei einem. Und bei einem hat es nicht geklappt. Das war 14 Tage später. Das war schon cool. Bis morgens in einen Club gefahren,
mittags den anderen und abends in den dritten. Also das war schon, das macht Spaß. Weil dann lohnt sich das Ganze, wenn du das Ergebnis siehst, also das Ganze, was ich meine davor, dieser ganze Stress. Ja, also die täglichen Erfolgserlebnisse sind, keine Ahnung, du wartest 6 Monate auf eine Baugenehmigung, kommst morgens hin, die Baugenehmigung ist da. Dann hast du eine Neueröffnung laufen und bekommst mit vom Regionalleiter, er hat jetzt ein Team zusammengestellt. Du siehst das Team bei Instagram oder bei Facebook, weil die da anfangen zu posten, anfangen zu trommeln. Und du siehst, dass er da ein super Team gecastet hat, die alle brennen. Und dann lernst du das Team bei der Neueröffnung kennen und denkst, boah, super, indem du Etappenziele erreichst. Das heißt, auf dem Weg, wo du dieses Ziel erreichst, wo du Etappenziele hast, dann bist du glücklich, dann hast du Erfolgserlebnisse. Es gibt so eine Metapher, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, Boris Becker, wo er sein größtes Match gewonnen hat, ich weiß jetzt nicht, welches das war, saß er nachher hinter der Tribüne und hat geheult, weil er einfach gemerkt hat, ey, ich habe alles erreicht im Leben, was soll jetzt noch kommen? Ne? Es gibt ganz, ganz viele Unternehmer, die dann ihr Unternehmen verkaufen, sich zur Ruhe setzen, aber dann fangen die nach ein paar Jahren an zu saufen, weil die merken, ey, ich brauche eine Lebensaufgabe. Warum werden viele, viele Unternehmer, auch viele in Deutschland, so alt? Ne, ich nenne mal ein paar Namen. Wirt, warum ist der so alt und immer noch im Unternehmen tätig? Weil er jeden Tag Erfolge hat. Das heißt, das ist seine Motivation. Ne, und das würde ich auch jedem da raten, da draußen. Setzt euch große Ziele und auf dem Weg dahin immer Etappenziele erreichen und dabei das Ganze genießen und glücklich sein. Ja. Das wolltest du, glaube ich, was sagen. Du hast mir vorweggegriffen, Ali, hast du alles gesagt. Okay. Also du hast die Frage hoffentlich perfekt beantwortet. In meinen Augen definitiv. Und das war auch schlussendlich die letzte Frage, die wir hatten. Wir danken euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt, dass ihr euch auch mal unvorbereitet vor die Kamera gesetzt habt, dass ihr euch so schick gemacht habt. Und vielen, vielen Dank, dass ihr euch einfach so offen den Sachen gestellt habt. Dankeschön. Ja, danke. Vielleicht nochmal ein paar Sachen zum Ende, die mir immer so ein bisschen auf der Zunge gebrannt haben. Es gibt ja viele Mythen da draußen. Ne? Vielleicht so ein paar Anekdoten aus dem Alltag. Ich weiß, wo wir in Quakenbrück damals das zweite Studio gemacht haben, dann kursierte das Gerücht. Zwei Brüder, der eine oder beide rollen das R, das sind Russen. Gut, ich meine, wir haben ja unsere Wurzeln in dem Land, können auch die Sprache. Dann kursiert das, also ist ja dann kein Gerücht in dem Fall, aber danach, damals waren die Klitschkos ganz, ganz schwer im Kommen. Dann hieß es ja, die Klitschko-Brüder haben ein Studio in Quakenbrück gemacht. Oder ich habe mal ein Gerücht gehört, was sich in der Fitnessbranche so ein bisschen festgesetzt hat. Die haben Investoren. Das heißt, es kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, dass zwei Hauptschüler erst Franchise-Nehmer waren und dann eine eigene Fitnessstudio-Kette gegründet haben und jetzt über 30 Clubs haben, die müssen noch Investoren haben, weil das ist in der Branche gang und gäbe. Immer wenn jemand stark expandiert, dann steckt ein Investor dahinter, vielleicht aus der Spielindustrie oder aus einem anderen Metier. Ne? Und das ist auch so eine Metapher, die oft durch die Medien gegangen ist. Ja, durch die Medien nicht, aber wir haben keine Investoren. Dann ein Gerücht hat mir ein Mitarbeiter erzählt, da bin ich selber fast vom Hocker gefallen. Wir haben Geld bei der russischen Mafia geliehen. Angeblich hätten wir damals, um richtig durchzustarten, Geld bei der russischen Mafia geliehen, konnten es dann nicht abgeben und dafür hat die dann hier halt Viktor den Daumen abgesägt. Und wir haben das also nicht nur Viktor, also auch bei Vater? Das liegt in der Familie. Unser Vater hat an derselben Hand denselben Daumen ab. Ich weiß nicht, ob die sich abgesprochen haben, war glaube ich nicht der Fall. Das sind alles so Gerüchte oder so Metaphers. Und das wollte ich am Ende einfach so ein bisschen mit auf den Weg geben. Ist nicht der Fall. Wir haben es uns selber erarbeitet durch sehr, sehr viele schlaflose Nächte. Am Anfang haben die Banken so ein bisschen mitgespielt. Mittlerweile vielleicht ein bisschen einfacher wie damals. Aber das Erfolgs- oder das Erfolgsgeheimnis war immer das Mindset. Dann, dass wir es miteinander machen, sich gegenseitig den Rücken stärken und immer Gas geben und ins skalierbare System gedacht oder denken. Und von mir abschließend, wir haben viele Visionen. Wir haben ein großes Ziel. Aber wir sind beide nichts, wenn das Team dahinter nicht funktioniert. Richtig. Es ist immer ganz, ganz wichtig, dass du dein Team auf diese große Reise mitnimmst und dass das Team bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und das ist auch im Prinzip ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Ganzen, weil beide schaffen es nicht. Deswegen, wenn hier gerade das Team zuschaut, vielen Dank dafür. Genau. Ja, in diesem Sinne,
Hat Spaß gemacht. Ja, hoffentlich haben wir alle Fragen beantwortet. Genau, auf jeden Fall. Genau, und ja, alles Gute.